Hallo, hallo, hallo. Heute ist wieder Schoki-Banoki-Tag mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Salam alaikum. Ja, heute ist der 11. September. Ich weiß und der Pujan macht immer blöde Witze. Der macht immer so. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich nie gemacht. Heute am 11. September reden wir nicht über Flugzeuge. Happy Birthday. Wir reden über das Geburtstagskind. Happy und das Birthday. Ist? Franzi. Franz Beckenbauer. Ja. Franzi. Der Kaiser. Franz. Hat er sich eigentlich selbst genannt? Nein. Quatsch. Franz Beckenbauer, deutscher Fußballfunktionär des DFB, geboren am 11. September 1945, also nur 5 Jahre vor dir. Der als Kaiser zu den einflussreichsten Personen des deutschen Fußballs zählt. Viele Jahre aktiver Fußballer, hat unter anderem bei den Bayern gespielt, aber nur ganz kurz. Ja. Hat auch keine Verbindung mehr dahin gehabt oder so. Nee. Und geboren wurde er in München. Minga. Ja. Ajo, genau. Klar. Und 11. September, kann man nicht anders sagen. Hat eigentlich eine Glanzkarriere hingelegt, bis auf diese WM nach Deutschland holen, schwarze Koffer. Ja, seitdem ist er auch nicht mehr auf dem Bildschirm irgendwie zu sehen. Ne? Also ist jetzt weg eigentlich. Aber der Bums, dass die Heide wackelt, was der schon an Kindern produziert hat mit verschiedenen Frauen und so. Weihnachtsfeier. Hammer hat. Ja. Ich sag nur Chapeau. Franzi, gut gemacht. Am 11. September 1983 auf der internationalen Funkausstellung stellt die Deutsche Post. Die Deutsche Post. Die stellt den neuen Telekommunikationsdienst vor, nämlich BTX. Kann sich daran jemand noch erinnern? Oh, Hammer. Nein! Doch. Warum nicht? Klar. BTX steht so für wie du. Brüste, Texten, Xantippe. Richtig, genau. BTX, das war irgendwie, das war halt so ein... Das war noch vor Telefax und vor Telex. Ja. Zuerst BTX, war das nicht über Fernsehen sogar? BTX war über Fernsehen. Ja, genau. Und dann kam Telex, Telefax und danach haben sie angefangen, aufrecht zu gehen. Ja, genau. BTX. Ebenfalls am 11. September ist Aktionstag Deutschland in Deutschland und zwar Tag der Wohnungslosen. Der ist am 11. September. Richtig. Und hier sehen wir, das bin ja ich. Echt? Ja, das war gestern, als wir wieder in Zechen waren. Ja, genau. Da hast du dich sogar noch neben mich gelegt. Guck, da. So, 11. September. Gibt es noch irgendwas zu 11. September? Wir haben noch nichts Schamloses gemacht. Was denn? Achso, du wolltest dich ausziehen. Ich wollte mich auch. Okay. Ja. Nee, machen wir weiter. Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen wieder am 12. September. Ich nicht, ich bin morgen nicht dabei. Gott sei Dank. Ciao.